News der Woche Nr. 31 2023 mit den Themen Gamescom, Nonopoly Stream und warum wird schon wieder eine neue JVA gebaut? Auf der Gamescom 2023, nicht mehr lange ist er hin. Der führende Computerspielmesse der Welt erleben wieder tausende Gaming-Personen innen aus der ganzen Welt in den nächsten Wochen. Vom 24. bis zum 27. August ist sie ja wieder statt die Gamescom in Köln, wo eben bahnbrechende Spiele, innovative Technologien und zukunftsweisende Entwicklungen der Gaming-Branche. Neben den beeindruckenden Ausstellungen können die BesucherInnen aus packenden E-Sport-Turnieren teilnehmen und in die faszinierende Welt der Gaming eintauchen. Und wenn ihr noch keine Ticket habt, kauft euch Ticket. Es lohnt sich. Ich weiß, die Tickets sind ein bisschen teuer als sonst, aber es lohnt sich. Damit zu zweit. In Margretwitz, in oberfränklichen Landkreis Wunsiedel, wurde der Spatenstich für den Bau einer neuen Justizvollzuganstalt JVA vollzogen. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 300 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist jedoch noch unklar, da er in der Planungsphase bereits Verzögerung gab und die jüngsten Baukostensteigerungen noch nicht berücksichtigt wurde. Die JVA Markrewitz wird das 37. Gefängnis in Bayern werden. Ein. Und soll später rund 200 Personal beschäftigen. Geplant sind 364 Haftzellen, darunter 120 speziell für Frauen und ein Mutter-Kind-Haus mit 10 Plätzen für Mütter und mit kleineren Kindern. Die JVA in Markrewitz wird somit eine wichtige Rolle für die Behördenverleihung in Bayern spielen, obwohl er in einigen Regionen des Landes bereits die zu Probleme in Züge dieser kam. Wie eine Studie der Info-Institut aufzuzeigen. Ja, ich bin mal gespannt, wann da fertiggestellt wird. Am 9.9. ab ca. 14 Uhr sind Ricky, Nico und ich live auf Twitch. Wir machen einen Nonopoly-Stream. Am Trailer wird es dann bald noch geben. Da bin ich gerade noch in der Aufbauphase vom Trailer. Aktuell sind noch ein paar andere wichtige Sachen, die abgearbeitet werden müssen. Aber der Trailer kommt. Freut euch. Und dann damit habt eine schöne Woche und einen schönen August. Bis zur nächsten Woche. Schönen Tag. Tschüss.